Wie jedes Institut hat auch das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung mehrere Publikationswege und Möglichkeiten. Ich will im Folgenden zwei Wege und Möglichkeiten vorstellen. Die erste Möglichkeit ist das DIS-Journal. Das DIS-Journal ist sozusagen unser Hausorgan und erscheint zweimal im Jahr. Diese Zeitschrift erschien zum ersten Mal 1998. Damals sah es so aus, also 16 Seiten, schwarz-weiß und doch sehr in der Art und Weise doch noch recht bescheiden. Mittlerweile ist das DIS-Journal gewachsen, es ist erwachsener geworden und umfasst mittlerweile 48 Seiten, mal auch mehr, mit farbigem Umschlag und vielen interessanten Artikeln und Rezensionen. Es ist so, dass wir bei jeder Ausgabe versuchen, ein Schwerpunktthema festzulegen. Bei dieser Zeitschrift hier, bei dieser Ausgabe, ist es vor allen Dingen das aktuelle Thema Klimakrise. Und darüber hinaus kommen dann weitere Texte von Autoren aus dem DIS selber oder aus dem Umfeld des DIS. Und die Themen sind recht unterschiedlich, haben etwas zu tun mit unseren Arbeitsprozessen, aber natürlich auch mit den Interessen, die die einzelnen Autoren verfolgen, sowohl im DIS als auch im Umfeld des DIS. Wichtig sind uns dann auch die Rezensionen, mit denen wir versuchen, wichtige Literatur kritisch unter die Lupe zu nehmen. Neben diesen Heften, die zweimal im Jahr erscheinen, haben wir neuerdings eben auch Sonderhefte, zum Beispiel dieses Sonderheft hier, das im letzten Jahr erschien und sich mit der Entwicklungspolitik der AfD beschäftigte. Damals war das ein Projekt im Auftrag von Medico International und die Ergebnisse haben wir in diesem Sonderheft festgehalten. Die Zeitschrift ist gedacht für die Freunde und Förderer des DIS, also der Kreis von Menschen, der dem DIS wohlgesonnen ist, aber wir haben natürlich eben halt auch gedacht an Menschen, die sich für uns interessieren und denen wir dann eben halt auch diese Zeitschrift zukommen lassen können. Wir überlegen uns so als Perspektive, das Ganze zu einem Magazin auszubauen und hoffen zum ersten Mal im Herbst dann, dass dieses Magazin in neuer Form dann der Öffentlichkeit vorstellen zu können. Ich komme zum zweiten Punkt, nämlich unseren Buchpublikationen. Die Buchpublikationen sind für uns sehr wichtig, weil wir nämlich über diese Buchpublikationen die Arbeitsergebnisse des DIS der Öffentlichkeit zugänglich machen wollen. Wir machen jährlich Kolloquien, Tagungen und die Ergebnisse werden in diesen Publikationen veröffentlicht. Zunächst ist es so gewesen, dass wir diese Ergebnisse im Eigenverlag veröffentlicht haben. Sozusagen ein kleiner Anfang. Damals zum Beispiel diese Broschüre zu den Ursachen von Rechtsextremismus und Rassismus in Europa.
Mittlerweile sind wir aber dann doch anspruchsvoller geworden und veröffentlichen unsere Bücher im Unrast Verlag in Münster, mit dem wir intensiv kooperieren. Wir haben dort eine Edition DIS und in dieser Edition sind mittlerweile 47 Bände erschienen. Zum Beispiel hier das letzte, nennt sich Deutsche Rettung, eine kritische Diskursanalyse des Fluchtdiskurses um Carola Rakete und Moria. Das ist das jüngste Produkt, das wichtigste Produkt eigentlich innerhalb dieser Reihe, ist die kritische Diskursanalyse von Siegfried Jäger, die sehr häufig gekauft worden ist und für die Arbeit in Universitäten, aber natürlich für unsere eigene Arbeit sehr wichtig ist. Die Bücher sind im Verlag erhältlich. Man kann also an den Verlag schreiben übers Internet und natürlich dann auch im Buchhandel. Und wir würden uns freuen, wenn eben diese Bücher auch eben vom geneigten Publikum zahlreicher nachgefragt werden.